Wie ihr seht, habe ich mir den Mocha Express von Bialetti zugelegt. Das ist ein Cappuccino Maker, seht ihr hier. Den möchte ich für euch einfach mal unboxen. Wir packen den Teil einfach mal aus, gucken uns den einfach mal an und dann werden wir uns auf jeden Fall ein Bild von machen. Sieht erstmal vielversprechend aus. Also auf jeden Fall werde ich da mal ein bisschen was probieren. Ich denke mal, ich werde in den nächsten Videos euch auch einfach mal ein bisschen vorführen. Optisch sieht es erstmal cool aus, die Teile. Also mir gefällt es auf jeden Fall gut. Ich habe mich natürlich im Vorfeld natürlich auch schon ein bisschen da gelesen und weiß natürlich, dass man den mit so einem Spezialverschluss hier schnell öffnen kann. Also macht sich auf jeden Fall ratzifatzi, macht sich sehr gut. Also wir werden auf jeden Fall mal sehen, was wir dann so für leckere Cappuccinos herstellen können. So, außerdem bin ich ja auch im Facebook in so einer, naja, Kaffeegruppe. Da habe ich auch letztens ein Cappuccino gemacht oder ein Latte Macchiato, sagen wir so. Und naja, da war halt das Problem, dass viele gesagt haben, ja, nehmen wir mal richtig einen Kaffee. Und da habe ich mir jetzt natürlich auch mal ein bisschen Kaffee hier besorgt. Und damit werde ich natürlich, wie gesagt, in den nächsten Videos einfach mal ein bisschen was machen. Cool wäre natürlich, wenn ihr zugucken würdet. Außerdem habe ich mir natürlich auch noch eine Kaffeemühle zugelegt. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon. Die werde ich natürlich dann im nächsten Video auf jeden Fall auch unboxen. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, was sie dann später drauf hat. Ich meine, klar, in den nächsten Videos werden wir das einfach mal abchecken. Wir werden ein bisschen Kaffee malen und machen uns einfach ein Bild von. Ich weiß nicht, wer von euch hat vielleicht ein paar Kaffeemühlen oder die ein oder andere zu Hause. Ihr könnt ja da auf jeden Fall, naja, mal ein Feedback da lassen, wo er sagt, ja, die finde ich hier nicht so cool von WMF, hole lieber die, die oder die. Also vielleicht habt ihr vielleicht die ein oder andere Idee, von daher wäre ich da auf jeden Fall dankbar. Gut, wie gesagt, das boxen wir hier im nächsten Video an. Für heute sind wir eigentlich durch, soweit. Also das Teil haben wir uns angesehen. Kann ja natürlich hier noch mal öffnen, dass ihr hier nochmal reingucken könnt. Das Besondere an der Mocha Express ist dieses Ventil. Drückt ihr es nach unten, stellt ihr Cappuccino her. Zieht ihr es nach oben, macht ihr euch einen Milchkaffee. In den nächsten Videos werde ich euch auf jeden Fall zeigen, wie das hier mit dieser Maschine funktioniert. Wenn ihr Lust drauf habt, wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr wieder mal einschalten würdet. Also ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.